So, herzlich willkommen zurück. Wow. Schönes Bild mit dem Schmetterling hier. Na gut, egal. Was wollten wir? Wir wollten Mindtest spielen. So, Baram. Bis wir jetzt erstmal müssen wir überlegen, guckenderweise. Wie wir jetzt eigentlich verfahren mit die Dach. Ich würde da halt schon gerne so ein Dach raufzimmern, aber wenn wir halt so absolut keine Möglichkeit haben, irgendwie an. Was machst du denn da? Ich dachte, wenn man in die Augen guckt, werden sie aggressiv. Aber scheinbar registriert er jetzt nicht, weil die Glas dazwischen ist. Oder stimmt gar nicht. Schau mich an, Kleines. Gut. Diese Musik. Ja, die Frage ist. Machen wir uns nochmal irgendwo auf eine Suche nach einer Wüste? Ja, schön ist, jetzt können wir wirklich einfach drauf wild drauf los irgendwo hinlatschen. Ne, weil der Kompass regelt und so. Jetzt brauchen wir uns überhaupt keine Markierpunkte mehr setzen oder so. Wir müssen also nur darauf achten, dass wir genug Fleisch, also genug Nahrung dabei haben. Wobei wir unterwegs auch mehr als genug finden, ne? Gerade an diesen Bären. Da können wir uns ja. Da ist ja alles. So, wir haben viel zu viele Schilder gemacht, by the way. Egal. Können wir später noch für irgendwas anderes gebrauchen, garantiert. Vor allem, jetzt haben wir ja Lagerplatz. Ne? Wenn wir jetzt von irgendwas zu viel haben, scheiß was drauf. Wir haben so viel Lagerplatz, wir könnten die Kacke vermieten. Wir haben ein Schwert, wir haben eine Axt, wir brauchen, also eine Spitzhacke, aber wir brauchen noch eine Axt. Wir räumen erstmal um die Kiste auf, wo wir erstmal temporär alles reingeklatscht haben. Das können wir hier so nicht lassen. Da. Was ist denn los mit die Klicke, die Klick hier? Dynamite. Eigentlich könnten wir mal ein bisschen mit dem Dynamit rumspielen, ne? Wir können uns ja selber Dynamit bauen, soweit ich weiß. Ne? Dynamit ist ja einfach nur Gravel und ja, halt hier dieses Schießpulver. Dieser Flint, dieser. Ach, wer ist denn die Schießpulver. Genau. Ja, genau. Beliebiger Sand und Schießpulver. Ach, Sand! War das nicht Gravel? Also hier, Schotter? Okay. Gut, vielleicht habe ich zu weit gedacht und dachte, diesen Schotter kann man, könnte man höchstens als Schrapnelle benutzen. Aber eben, Sand haben wir gar nicht so viel. Was mache ich hier überhaupt? Ich muss doch hinten. Genau, hier haben wir das nur Sand. Also Erde meine ich doch. Geht. Ich meine, so viel Schießpulver haben wir jetzt auch nicht. Und dafür brauchen wir sowieso mehr. Das heißt. Ey, komm, bevor ich jetzt hier anfange, was zu machen, wie gesagt, erstmal hier leer machen. Mein Inventar. Weil so kannst du hier nicht arbeiten. Das ist ja hier. Hallo? Das heißt, wir machen als allererstes Dirt. Du kommst nach da. Wo haben wir Wolle? Dieses Kistenknallen ist zum Glück überhaupt nicht nervig oder so, ne? Ja, Gold ist natürlich geil. Die verarbeite ich mal zu Barren und schmeiß die in unsere Wertgoldkiste mit rein. Ach, guck mal, wir haben jetzt sogar auch noch Müll. Haltbarkeit, Projektilprotection. Das hat alles schon und gut, aber die haben halt alle keine Federleichtgewichte. Warte noch mal unsere die ganzen Mineralien. Ach hier. Ah. Dachte gerade schon ein bisschen dumm oder so im Kopf. Ja, hier ist natürlich, ne? Haben wir hier jetzt auch hier Eisennuggets. Sehr geil.
Oh mein Gott, Alter. Gut, das heißt, erstmal du nach da, du danke und dann bam. Okay. So. Dann haben wir hier sonst erstmal gar nichts. Als nächstes gehen wir mal an die Essenskisten. Packen das da rein und das da rein. Dann packen wir hier gar nichts rein. Na doch, das hier können wir. Bring, bring, ding, bumm. So, hier haben wir nichts. So, hiervon haben wir nichts, hiervon haben wir nichts, hiervon haben wir nichts. Aber hiervon haben wir eine ganze Menge. Yeah. Ja, werden wir natürlich richtig schön viele bekommen, weil wir die auch unterwegs immer einsammeln. Wie die Bekloppten. So, ein paar goldene Äpfel. Leider haben wir bisher nur zwei Enchanted Äpfel. Schade eigentlich. Aber ich meine, gut. Wann nutzen wir sowas schon? Was ich hier gerne auch noch mit reinpacken würde, wäre das hier. Ja. So, wir gehen mal kurz an die Kramskiste. Das ist Holz. Hier, und schmeißen da zum Beispiel. Wobei, ganz ehrlich, Enchanted Zeug, wenn wir später eine Menge haben. Vor allen Dingen, weil man das auch nicht stacken kann. Das heißt, ich würde das gerne in eine separate Kiste schmeißen. Hier unten ist Werkzeug und alles. Und hier ist... Nee, ich glaube, wir packen es da oben rein. So, du kommst by the way nach da. Hier haben wir noch ein goldenes Schwert. Haben die verschiedene Stats? Nee, ne? Grabe, Haltbarkeit, Verwendungen. 99 Verwendungen? Ach, die haben auch. Zeit zum Ausholen. Grabegeschwindigkeit extrem schnell. Extrem Bruch. Blockbruchstärke 2,2. Feueraspekt. Rückschlag 2, Haltbarkeit 2. Klingt. Also hier klingt das sehr interessant. Ich meine, Rückschlag 2, dann haben die Gegner gar keine Chance, mit sich zu wehren, weil die komplett immer weggeschossen werden. Aber dieses Feueraspekt. Ja, also das Ding werden wir auf jeden Fall aufheben. Das klingt sehr interessant. Ich mach mal die mit so speziellen Fähigkeiten mal hier unten hin, also diese Enchanted Dinger. Das klingt sehr interessant. So. Dann ist hier unsere Krimskramskiste. Mit die Bone Meal, genau. Da haben wir aber keine Knochen, sondern bisher nur Bone Meal. Weißt du was? Ich schmeiß aber trotzdem auch die Knochen damit rein. So. Wo zum Fick waren jetzt die Fäden? Waren die auch mit in der Hauptkrimskramskiste? Wo immer die nochmal ist? Da? Nö. 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 Doch. Achso, ja gut, weil wir die hauptsächlich in Dungeons finden. Wenn wir da die ganzen Spinnnetze abbauen. Na. Ja. So, aber was auf jeden Fall hier unten reinkommt, ist das hier. So, du kommst hier rein, genauso wie du. Und die Werkzeuge nehme ich dann nachher gleich mal mit. By the way, wollten wir uns noch eine Axt mitnehmen. Wisst ihr was, kann ich gleich mal die hier mitnehmen. Haltbarkeit 3. Wenn ich mit was abbaue, repariert die sich dann auch selber oder ist das nur bei dem Schwert, wenn wir davon Experience bekommen? Na, ja, können wir dann mal gucken. So, dann haben wir nämlich auch eine unendliche Axt, wäre nämlich sehr geil. So, die nehmen wir mit. Okay. Jetzt das nächste. Wo haben wir denn Schießpulver? Ach ja. So, den nehmen wir aber gleich mal raus, weil damit wollen wir dann nachher ein bisschen rumspielen. Da brauchen wir eine durch 5 teilbare Zahl, ne? Das heißt zum Beispiel 1, 2, wie viel haben wir? Das sind 4, 78. 78, da wären also dann höchstens 75. Also können wir 3 hier drin lassen. So. Hier kommt noch da. Holz. Holz ist das nächste. Du kannst dahin. Du kannst dahin.
Stöckerke noch da. So, jetzt brauchen wir bloß noch Sand. Davon brauchen wir, wenn wir 75 haben, wir haben es 15. Also brauchen wir 60 mal Sand. Wenn ich jetzt so richtig gerechnet habe. Und wir brauchen eine Werkbank. Am besten wäre es hier unten ohne eine Werkbank zu haben, ne? Werkbank. Hä? Hat die nicht noch eine Werkbank bei gehabt? Wo sind die hin? Okay. So, auf jeden Fall packen wir dich mal hier hin. Schön so ein bisschen zentral. Das ist geil. So. Boom. Sehr geil. Ah, die Webplatte. Wo ist denn jetzt die andere Werkbank hin? Ist hier noch hier drin? Nee, ne? Blö. Okay. Haben wir aus Versehen in die Holzkrimskramskiste geschmissen? Wo auch immer die überhaupt ist? Hier. Ne, eben. Hier. Genau, hier ist ja eben nicht. Nani? Gut, dich können wir auch gleich mitnehmen. Brauchen wir denn für Dynamit? Dann sprengen wir uns mal, wenn wir denn irgendwann an eine rote Wüste rankommen, uns den Weg frei. Das wird sehr spaßig. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen pennen und gehen dann direkt mal los. Wegen Nahrung brauchen wir uns keine Sorgen machen. Weil wir haben ja, ne, unser Schwert dabei. Und auch diverse Bären kommen dann ja. So, wo ist der Kompass? Der ist da. Bett haben wir dabei. Und unterwegs Holz einsammeln können wir auch, weil das haben wir auch dabei. Da können wir auch gleich mal gucken, ob das Ding unendlich haltbar ist. So. Let's go. Achso, noch mal Fleisch. Das ging ja schnell. Wer hätte es gedacht? Oh, guck mal, hier war sogar ein Eingang von uns. Aha. Wo waren wir denn hier unterwegs? Okay. Okay. Oh, okay. Ach ja, hier rein. Kann ich mich sogar erinnern, dass wir hier was gebastelt hatten. Aber ansonsten... Ich weiß auch noch, wir haben irgendwo noch einen Tunnel, das war aber näher am Haus dran, ne? Das war, glaube ich, wenn wir aus dem Haus rausgehen, dann rechts an dem Berg vorbei. Da war ja auch noch das Ding, wo wir Bone Meal sehr viel hatten. Oder war das das hier? Das war das hier. Lol. Oder ist das die Höhle? Nee, ich bin da gerade schon ein bisschen weiter. Dann war das doch eine andere, als hier halten. Nehme ich das jetzt gleich mal mit? Nö, wir haben schon so viel Bohnenbier. Das kann da ruhig bleiben, als so fossile Ausgrabungsstätte. So. Genau, da hier hinter dem Berg ist da so eine kleine Bucht und da war ja auch noch ein Tunnel. Und ich dachte, dass das der Tunnel war, aber nee, war hier vorne. Na gut, dann ist es so. So. Also, was hier ist ein einzelner Baum. Ich würde mal gerne hier gucken. Okay. Das heißt, die Axt ist nicht unendlich haltbar. Das ist natürlich sehr schade. 54 Blätter direkt. Geil. Schön Brennmaterial.
Warum? Was stimmt mit dir nicht? Bitte such den Arzt. So. Waren Sie hier schon mal, ja, ne? Ich nehme lieber mein Schwert hier zum Abbauen von Sachen, weil ist ja unendlich haltbar. Wobei mich mal interessieren würde, wenn ich jetzt hier so ein Viech umbringe. Na komm, stirb. Doch, er brennt. Gut. Das tippt doch mal. Okay, dauert nicht zu lange. Ah, scheiße. Ich wollte, bevor diese roten Perlen, bevor diese grünen Dinger da, womit ich XP bekomme. Mann, die fliegen zu schnell. Gut. Bevor ich die bekomme, schnell auf die 3 zu wechseln. Weiß jetzt gerade gar nicht. Also, ob sich das ein bisschen gebessert hat. Bitte müssen also mehr Tiere umbringen. Nichts leichter als das. Oh, guck mal da hinten. Da kommen wir auch relativ gut wieder hoch. Hoffe ich mal. In meinem üblichen Leichtsinn. Oha. Oh. Schnell zerstören. Ich will hier nämlich nicht, dass hier irgendwelche Spins spawnen. So, waren wir denn hier schon mal? Sieht nicht so aus. Ist hier eine Kiste? Oh. Oh. Ja gut, Melonsamen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, also wenn wir irgendwas zu viel haben, dann Melonen. Alles, was wir angebaut haben, haben wir zu viel. Oha, oha, oha. So, hier geht's wieder zurück, ne? Ja, genau, da geht's zurück, aber hier geht's auch noch weiter. Ist mir aber noch alles so dunkel. Wir haben. Na gut, ich meine, gut, wir haben ein paar dabei, also. Können wir eigentlich so ein bisschen leuchten hier. Ich weiß halt nicht, ob wir hier schon mal waren, weil wir waren ja irgendwann mal in einem Tunnel. So, hier sind wir wieder am Anfang. Okay. Hat sich ja gut gemacht. Von da kamen wir. Erkennbar an der Kiste. Was tun hier? Los, stirb, 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 stirb. Nein! Verdammt! War schon wieder zu langsam. Ich müsste quasi. Warte kurz, ich tausche hier mal aus. Da muss ich nur mit dem Scrollrad einmal runtergehen, wenn ich die umbringe. Würde mich halt echt hart interessieren. So, hier geht's sogar runter. Oh, ja, voll weit runter. Oh, das ist vielleicht keine gute Idee. Oh, hier ist überhaupt keine gute Idee. Oh, holy moly. Ich glaube, mal über uns ist der Ozean. So. Macht nicht den Eindruck, als wenn das Ding sich repariert, oder? Sieht man denn den aktuellen Schaden? Achso, guck mal, Schaden 7. Okay, das ist doch mal eine Auskunft. Wow. Ja gut. Das Ding hier war mal ein kompletter Reinfall. Denken wir mal lieber wieder zurück. Oha. Oha. Na? So, zurück gegen Kings da und da.
Halt, ne, wo war da? Ah, schade, ist immer noch 7. Ja, ne, ich glaube, wir kriegen das Ding damit nicht repariert. Schade. Weil ich dachte, bei dem Schwert, wenn wir die XP bekommen, ist ja genau das der Moment, wo das Ding immer repariert wird. Das heißt, wenn ich die XP bekomme und in dem Moment auf die Axt bin, hatte ich halt gehofft, dass ich dann damit das Ding reparieren kann, aber das scheint trotzdem nur bei der Axt zu funktionieren, bei dem Schwert zu funktionieren und nicht bei der Axt. Das heißt, die Axt ist wirklich nicht unendlich benutzbar. Sehr, sehr schade. Ich werde es trotzdem sicher noch einige Male probieren, für den Fall, dass einfach diese Tintenfische zu wenig XP geben oder so. Weiß man ja nicht. Also weiß ich zumindest nicht. Ja, und dann mal schauen, ne? So. Wir bräuchten halt Zombies oder sowas. Bei denen weiß ich, dass sie genug XP geben, damit so ein Schwert repariert wird. Wir wollten eigentlich auf die andere Seite. Ach, da so. Weil das Schöne bei dem Kompass ist, ich sehe jetzt immer, ob ich in die richtige Richtung laufe. Na, wenn ich also auf der Suche nach irgendwas bin, weiß ich, ich muss so laufen, dass das Kompass nach hinter mir zeigt. Ja, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Schade. Gut, okay, das heißt, die Achse ist früher oder später kaputt. Schade, aber ist halt so. Oh, so viele Bären, Alter. Apropos, wir müssen mal wieder was essen hier. Da. Das lasse ich erstmal hier drin, brauchen wir erstmal nicht. Überall so Schluchten, Alter, kommen wir gar nicht lang hier. Doink, doink, doink. Sieht ja interessant aus. So, da vorne ist Wasser. Oh, wir haben unser Boot gar nicht mitgenommen. Da müssen wir uns mal nochmal ein neues bauen. Gut, hier ist Dschungel. Und bei dem waren wir, glaube ich, auch schon mal, ne? So, und ich werde es wieder heiler. Ich wünschte, das würde auch bei der Axt so gehen. Ach, das ist ja echt traurig. Dass die Axt dieses Feature nicht hat, obwohl sie auch voll enchanted ist. Kann es sein, dass das diese Ausbessern-Fähigkeit ist? Weil wenn ja, mit Ausbessern haben wir ja ein Buch. Ich meine, bräuchten wir zwar trotzdem erstmal ein Enchantment-Table, damit wir das auch anwenden können. Und ich wüsste auf der anderen Seite sonst nicht, was dieses aus... Oh, lecker. Ich wüsste ansonsten auf der anderen Seite nicht, was dieses Ausbessern sein sollte, wenn nicht das. Oh, Alter, so viele Melonen. Ich weiß zwar nicht, warum ich die mitnehme, weil wir haben zu Hause bereits mehr als genug, aber die sind halt so schön saftig. Okay, das hier ist eine geile Aussicht. No question. That's fucking beautiful. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Na gut, let's go. So viel Grün.
Bäh. 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 Oh, hier ist ja schon dunkel. Ja, ist natürlich bei so einem Dschungel kann es relativ schnell hier zum Beispiel so dunkel werden, dass da actually Monster spawnen können, ne? Ach, scheiße. Und dass man selber auch nicht mehr, ne, nicht mehr weiß, wo man überhaupt ist. Ich meine, gut, im Dschungel kann man sich relativ schnell rausbauen, weil ist halt alles Holz. Also, da brauchst du keine Werkzeuge, um dich da wieder rauszubauen. Aber, das habe ich gerade mit der Axt abgebaut, ne? Was eine Verschwendung. Was wollte ich gerade sagen? Genau, es war alles Holz und so. Das heißt, man kann sich relativ einfach rausbauen. Aber trotzdem dauert das halt erstmal eine gewisse Zeit. Und gerade wenn du da gleichzeitig als Monster spawnen, weil ist halt dunkel, ist man relativ schnell doch in einer bedrohlichen Bedrohungslage. Whatever. So, kommen wir hier raus. Das ist auch wieder Wasser. Wir sollten uns echt ein Boot bauen. Oh, denn das Pilzbiom. Weißt du was? Fuck it, wir bauen uns ein Boot. Da brauchen wir aber auch erstmal eine Werkbank. Fuck it, dann bauen wir uns eine Werkbank. So, dahin. Let's go. Diese Kamera immer. Und ja, dieses Rumwirbeln liegt vor allen Dingen daran, dass ich diese Cinematic Mode aktiviert habe. Wenn der Cinematic Modus nicht aktiviert ist, also ne, wenn ich jetzt hier so rausgehe und dann wieder reingehe. Bumm. Und wenn ich aber quasi den Cinematic Modus aus habe und dann reingehe, dann bin ich halt einfach direkt drin. Hopp. Damit ist auch dieses Rumwirbeln nicht da. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich bei euch nicht, weil diesen Cinematic-Modus kann man ja normalerweise gar nicht mehr aktivieren, weil der war früher, war ja hier bei Tastenbelegungen, war er hier mit belegbar. Diesen Eintrag haben sie hier aber rausgenommen. Ja, genau. Das heißt, wenn man ihn jetzt noch einstellen möchte, muss man das direkt über diese mytest.conf-Datei machen. So, wir nutzen mal wieder unseren geilen Trick hier. Das ist so cool. Dass das funktioniert, ist echt witzig. Vor allem ist jetzt wie im echten Ruderboot. Na gut. Nee, Quatsch. Im echten Ruderboot steht man ja auch nicht. Nee, aber wie gesagt, wir stehen ja jetzt so. Und haben wir es in der Hand, obwohl wir gerade das Ruderboot bedienen. The fuck is going on? Oh. Okay, das funktioniert also doch scheinbar nicht komplett fehlerfrei. Wir haben nämlich gerade... warte mal ganz kurz. Da. Einen... Sieht man das bei euch? Also ja, klar doch. Kann man so gut sehen. So. Da. Speicherzug geschrieben. Das heißt, das funktioniert wohl doch nicht so zuverlässig. Gut. Aber ist auch egal. Ist ja riesig groß hier, Alter. Weg. Jetzt ist ein bisschen sehr klein, aber egal. Dafür habe ich ja 4K. Und let's go. Vollbild. So, wir hätten eigentlich doch gleich Feier machen können. Mein Boot. Oh, ja, ist mein Boot. Ist einfach weiter geschwommen? Ja, da hinten ist es. Hä? Es kommt zu mir? Müsste es nicht von mir wegschwimmen? The fuck is going on? Gut. Ja, wir machen aber jetzt gleich mal hier Folgenende und so. Macht ja voll Sinn, ne? So, bis dann.